Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen in meiner Kalinkas Küche. Heute backe ich diese wunderbare Kuchen wie eine Rose. Ein Blatt ist schon abgefallen, da habe ich den schon abgenommen und auseinander gemacht. Und das sieht wunderbar, so lecker. Schaut, der Teig ist wie eine Watte, so weich. Und ich habe jetzt eine erwischt mit dem Quark. Sonst habe ich auch noch mit den Äpfeln und Rosinen. Und wenn ihr Interesse habt, wie habe ich diese schönen Kuchen gebacken haben, ist auch nicht nur schön, ist auch lecker. Dann bleiben Sie bei mir und ich werde euch es zeigen, Schritt für Schritt wie immer. Viel Spaß! Für den Teig nehmen wir erstmal warme Milch, geben wir da so ungefähr 2 Teelöffel oder 1 Teelöffelchen von gesamter Zucker und krümeln wir die Hefe rein. In meinem Fall habe ich frische Hefe genommen, könnt ihr auch natürlich mit der trockenen Hefe arbeiten. Verrühren und lassen wir für 10 Minuten die Hefe aktivieren. Ich lege Deckel drauf. So, nach 10 Minuten können wir weitermachen. Hier sieht man die Hefe schon schäumen, geben wir restliche Zutaten rein. Restliche Zucker. Alle Zutaten zu dem Rezept stehen unten in der Beschreibung. Wie immer. Dieses Salz. Ein Ei. Geschmolzene Butter. Oder sehr weiche Butter. Und werden wir jetzt portionsweise Mehl dazu geben. Erstmal nehme ich den Spatel und dann können wir mit der Hand kneten. Nicht gleich ganze Mehl dazu geben, weil es ist plus minus, wie ihr wisst, immer gibt. So, jetzt können wir die Hand nehmen. Den Teig von den Händen abreiben und weiter kneten. So, wir können auf den Tisch gehen, dann ist viel bequemer Teig zu kneten. Alles von der Schüssel abreiben. Den Teig richtig durchkneten und das Mehl auf den Tisch geben, nur wenn es wirklich notwendig ist. Schaut, der Teig klebt nicht zu Händen, nicht zu Tisch. Ist sehr angenehm, sehr schön weich. Deswegen brauchen wir auch nicht zu viel Mehl dazu geben. Von 500 Gramm ist es noch so viel übrig geblieben. So sieht unser Teig jetzt aus. Nehmen wir unsere Schüssel, geben wir ein bisschen Öl rein. So kann man ein bisschen mit dem Öl verstreichen. Deckel zu und eine Stunde mindestens müssen wir irgendwo an einem warmen Ort gehen lassen. Bis unser Teig geht, können wir schon unsere Füllung vorbereiten. Und diese Brötchen, kann man sagen, kann man füllen mit unterschiedlichen Sachen. Ob ihr vielleicht Quittenmus gemacht oder Pflaumenmus, kann man mit den Äpfeln das machen. Und wir machen heute 2 Füllungen mit dem Frischkäse, diese körnige Frischkäse. Oder ihr könnt diese Tvorak nehmen, ist auch gut. Heute habe ich das nicht bekommen, deswegen habe ich gegriffen nach dem körnigen Frischkäse. Fast das gleiche, nur etwas flüssiger. So, dazu gebe ich 1 Esslöffel Weizenweichgrieß. Dann wird er binden. Dieses Salz. So, 2 Esslöffel Zucker. Könnt ihr auch Ersatz von dem Zucker nehmen. Und wir nehmen Eiweiß hier rein. Weil Eigelb brauchen wir danach später unser Gebäck zum Bestreichen, deswegen stellen wir erstmal an die Seite und das verrühren wir gut. Eventuell kann man 2 Esslöffel von Grieß dazu geben, wenn es das zu flüssig ist. Ich gebe noch 1 Esslöffel. So,
So, und lassen wir es mal an die Seite stehen und werden wir dann noch ein Filling zubereiten aus Äpfel und Rosinen. Die Äpfel werden wir jetzt klein schneiden und zusammen mit Rosinen werden wir in Butter anbraten. Können wir auch dazu ein bisschen Zucker und Zimt geben. Schneiden ziemlich etwas so kleinere Stücke, dass die dann im Teig nicht so ausragen. Auf den Herd können Sie schon die Pfanne stellen und Butter schmelzen lassen. So geben wir in die Pfanne Butter und lassen wir ihn schmelzen. Und dann können wir auch gleich alles in die Pfanne geben. Unsere Äpfel, Handvoll Rosinen. Ich gebe nur einen Esslöffel, weil die Äpfel sind wirklich zu süß, dass nicht zu süß wird. Und ein bisschen Zimt. Und werden wir das kurz so schmoren, dass unsere Äpfel etwas sozusagen weicher werden. Aber bitte nicht verkochen, dass ihr dann Mousse habt. Eventuell kann man auch ein bisschen mit Zitronensaft beträufeln. Ich lege einfach ein Zitroneneiswürfel dazu, dass ein bisschen Säure kommt, weil meine Äpfel wirklich sehr süß. So, und es ist jetzt 4 Minuten vergangen. Schaut, die Flüssigkeit passt weg hier aus den Äpfeln und riecht schon nach karamellisiertem Zucker. Jetzt können wir unser Herd ausmachen und unsere Äpfel abkühlen lassen. So, nach einer Stunde sieht unser Teig so aus. Schaut, wunderbar aufgegangen. Und jetzt können wir weitermachen. Holen wir unseren Teig raus. Super, geht raus. Bisschen in. So zu einer Wurst kneten. Und dann werden wir unseren Teig aufteilen auf 13 Teile. Die müssen auch nicht unbedingt alle gleich sein, weil dem Muster, was entsteht, wird fast wie eine Rose. Und die Blätter von der Rose sind nicht alle gleich. Ich mache erstmal ein, ab, die 13. Und dann wird es einfacher aufteilen. Die Hälfte, dann noch die Hälfte und jede Hälfte dann auf 3 Teile. Jeden Teil werden wir zu einer Kugel rollen, das unten so verschließen, rollen und auf ein Brettchen, am besten, wenn es so eine bemehlte Brettchen, werden wir drauflegen. So, fertig gerollt. Decken wir erstmal mit der Folie. Ich habe meine Folie hier auf unterer Seite etwas mit dem Öl bestrichen und decken wir zu und lassen wir so 10 oder 15 Minuten noch mal kurz aufgehen. So, es sind 12 Minuten vorbei. Schauen wir. Ja, die sind schon gut aufgegangen. Jetzt können wir es weitermachen. Ich habe mir so ein Form vorbereitet. Das ist auch nicht so tief, ziemlich so flach. Deswegen habe ich ein bisschen mit Butter bestrichen, meine Form, und Backpapier draufgeklebt. Wenn ich mein Gepäck werde so drauflegen, dass er mir nichts gleich hier an den Rand hängt, sonst wird dann die ganze Muster verdorben. Es kann man eventuell eine Tortenform nehmen. Die Form ist 26 cm. So, und jetzt werden wir ein nacheinander rausnehmen und ich nehme von größte zu kleinste. Weil wie es so ist bei den Rosen, außen die größeren Blätter und zur Mitte kommen die kleinen. Rollen wir es einigermaßen rund. Geben da unsere Füllung. Erstmal mache ich ein paar mit dem Quark. Kann man auch Schokoladentropfen hier dazu geben oder Rosinen. Klappen wir zusammen
bisschen Luft ausdrücken. Und wie wir es bei Chiburiken gemacht haben, mit den Gabeln etwas in den Mehl tauchen und hier die Ende zusammenknicken. Dann entsteht auch schöne Muster. Wir können erstmal die alle fertig machen oder wir können die auch gleich in die Form reinlegen. Dass ungefähr mit dem Rand von unserer Form ist nicht so toll, dass es nach außen liegt. Sondern beim Aufgehen, der Muster wird total dann zerstört. So, ich mache erstmal ein paar fertig, das euch zu zeigen, wie es wird aufgelegt. Einfach eigentlich um Kreis drumherum, ein bisschen versetzt und überlappt, legen wir die einfach alle rund. So, von unserer anderen Füllung nehmen wir auch was. Und wie gesagt, es kann man auch mit dem Mousse machen. Und jetzt machen wir noch andere, dritte Variante. Wenn wir jetzt Äpfel reinlegen und dazu auch noch Quark. Das ist die beste Variante, muss ich ehrlich sagen, schmeckt am besten, weil dann auch Quark und dann Fruchtiges. Die beiden Komponenten könnt ihr auch einfach zusammenmischen. So ein bisschen draufdrücken, dass immer Luft raus. Dann werden wir schon die nächste drauflegen. So ein bisschen überlappt. Und so geht es im Kreisel und so wie eine Schnecke. So, ich mache die erstmal alle fertig. So, meine Lieben, und jetzt ist die letzte. Letzte geht in die Mitte und wird es rund. Und unsere ganze Füllung Quark ist weg und Äpfel auch jetzt gleich weg. Genau gut abgepasst. Schön alles verbraucht. So, machen einfach nur zur Mitte. Schließen zu, bisschen abdrehen und dann in die Mitte reinlegen. Und ihr könnt die immer wieder so ein bisschen korrigieren, wie es das für euch besser ist. So, fertig. Jetzt können wir erstmal den aufgehen lassen. Auch so ungefähr so 15 Minuten müssen wir schon Zeit geben. Und in dieser Zeit können wir auch schon unseren Backofen vorheizen auf 180 Grad Ober-Unterhitze oder 160 Grad Umluft. So, wieder zudecken vielleicht. So, nach 15 Minuten können wir schon nachschauen. Wenn ihr Zeit habt, könnt ihr auch vielleicht 20 Minuten, 25 Minuten gehen lassen. Oh, habe ich ein bisschen zerdrückt. Jetzt werden wir noch mit Ei bestreichen. Da habe ich den Eigelb und einen Teelöffel Milch. Besonders an den Rändern so großzügig bestreichen, weil dann werden die Ränder etwas dunkler als selber die Blätter. Sieht hübsch aus. So ein Kuchen oder wie kann man das noch nennen, kann man auch zum Wochenende backen und Gäste einladen. Es sieht wunderbar gut und schmeckt lecker. Und außerdem, das kann man auch nicht nur süße Variante machen, es kann man auch herzhaft machen. Dann macht man einfach in den Teig keinen Zucker, dass es kein süßer Teig wird. Und herzhaft zu füllen. Zum Beispiel mit Blattspinat und Ricotta oder Feta-Käse oder gehacktes. Das gibt so viele Möglichkeiten. Nur auf die Mitte gebe ich was bisschen. Kann man Mohn dazu geben. Ich gebe ein bisschen von den Sesamsamen, hell und schwarz.
So, und geht unser Kuchen jetzt für 30 Minuten backen. Wenn ihr merkt, dass euer Gebäck wird etwas dunkel, dann deckt ihr bitte mit dem Backpapier obendrauf zu. So, nach 30 Minuten haben wir unser Kuchen fertig. Schaut, wie toll sieht er aus. Richtig Kunstwerk, richtig hübsch. Ich hole ihn jetzt aus meiner Form auf den Gitter drauf zum Abkühlen und dann schauen wir, was wir da gebacken haben. Wir können noch unseren Kuchen ein bisschen mit dem Puderzucker nicht richtig bestreuen, sondern nur an die Blätter machen. So wie ein bisschen fast wie Schnee. Duftet, liebe Freunde, hier bei mir in die Küche. Wahnsinn! Wenn nur die Kamera könnte die Düfte übertragen. Ich glaube, ihr würdet sofort in die Küche gehen und den Teig stellen. So toll. So, liebe Freunde, schaut, wie toll sieht aus. So, und jetzt werden wir eine abmachen und mal schauen, wie die innen drin aussehen. Die kann man dann ein nacheinander so einfach so abmachen. Oh, der Teig ist so weich. Schaut, wie eine Watte. So, welche haben wir erwischt? Nur mit dem Quark. Das ist eine nur mit dem Quark. Aber was für so ein Teig, liebe Freunde. Schaut, so locker. Sehr gut gelungen. So, liebe Freunde, ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Eine schöne Kaffeezeit mit eurer Familie oder mit eurer Freunde. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr das nachpackt und mir einen Kommentar hinterlässt. Wie ist das euch gefallen? Wie diese Art von dem Kuchen an eure Gäste, eure Familie angekommen? Für Daumen hoch, vielen, vielen Dank, liebe Freunde. Und wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert, dann abonnieren Sie und vergesst nicht, die Glocke aktivieren. Die Glocke ist wirklich wichtig. Dann bekommt ihr immer Benachrichtigung, wenn ich ein neues Video rausgebracht. Ich wünsche euch alles Gute und bis zum nächsten Mal. Tschüss!